Willkommen hier aus dem Fürstentum. Ja, wieder back. Wir sind in Monte Carlo. Diesmal in unserer F1 22 Audi Karriere. Ich freue mich extrem, denn auf dieser Strecke kann wirklich alles passieren. Vom Win bis zum, glaube ich, letzten Platz mit Flügelschaden. Es ist viel drin im heutigen Rennen, aber ich male mir jetzt nicht die größten Hoffnungen aus. Oder auch nicht die größten Erwartungen habe ich da drauf. Denn ich glaube auch nicht, dass wir heute da richtig was rausreißen können. Hier haben wir die 3,3 Kilometer lange Strecke, 19 Kurven und eine DS-Zone. Ja, was soll ich sagen? Es ist Monaco. Es ist immer Ausnahmezustand auf dieser Strecke. Bergauf, dann natürlich, Tunnel und Hafen. Das Rennen am Sonntag oder am vergangenen Wochenende war einfach toll. Es war sehr, sehr spannend. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und Lando Norris steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Russell, Sainz, Lewis Hamilton und Perez, Fernando Alonso, Verstappen, Ocon und der Professor, Theo Pourchaire, Albon, Guan Yu Zhou und Magnussen, Gasly, Hülkenberg, Oscar Piastri und Sebastian Vettel, Stroll, Mick Schumacher, Tsunoda und Nicolas Latifi. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Wir sind heute wieder in unserer Kombi-Season unterwegs. Das bedeutet, auch Spanien wird nachher, circa ab der Hälfte des Videos, ein Thema werden. Also seid auf jeden Fall gern gespannt darauf. Und ja, wir gehen hier direkt mal ins Rennen rein. Und ich würde sagen, los geht's. Der Startplatz 10 ist eher semi für Monte Carlo. Trotzdem, einen Punkt hätten wir schon mal. Der Start war gut, wir kommen okay weg. Esteban auch ähnlich weggekommen. Ja, da kommt von hinten oder von der Seite ein Theo. Und der wird da auch innen vorbeigehen. Ich habe da echt viel Platz gelassen in Turn 1. Aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwie mit niemandem zusammenstoßen. Das ist der Worst Case, wenn du in Monte Carlo direkt in der ersten Runde irgendwie einen Flügelschaden oder so holst. Hier könnten wir reingehen. Nein, das geht nicht. Und da kommt die Berührung mit der Mauer. Ich bin absolut kein Monte Carlo Fahrer. Und ja, Theo probiert es hier. Aber jetzt wird es auf jeden Fall sehr spannend. Denn in dieser engen Kurve, ja, wo soll ich denn hin? Er bleibt auf einmal stehen hier. Und da kommt innen nochmal Ocon. Och, du Kacke, ist das eng hier. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr eng. Zu viele Fahrer auf zu wenig Platz. Und dann staut sich es. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Ocon direkt stehen bleibt. Aber ja, ist gerade noch so gut gegangen. Naja, wir sind hier auf dem 10. Platz und es ist eher aussichtslos, würde ich sagen. Mal natürlich. Trotzdem möchte ich alles geben. Wir haben es ja schon. Oh, da vorne. Wir haben es ja schon mal geschafft, hier die erste Runde zu überleben. 10. Platz ist okay. Und jetzt heißt es natürlich, dranbleiben. Vielleicht können wir Theo in einen Fehler locken. Oder auch mit der Strategie irgendwas machen. In Monte Carlo geht ein bisschen was. Auch wenn es manchmal aussichtslos aussieht, würde ich sagen, kann man durchaus ein, zwei Leute noch überholen. Also so ist es nicht. Und ich will jetzt auch nicht die Hoffnungen direkt wegwerfen. Wir haben gute Chancen, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Und das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Theo jetzt vor uns, der ist jetzt auch eher unerfahren, würde ich sagen. Und eventuell können wir da was machen. Ja, das geht noch nicht. Ich wollte hier außen eventuell ein bisschen antäuschen oder so. Aber der lässt sich dann noch nicht verunsichern. Auch mal gucken, wie seine Pace über die nächsten Runden wird. Aber jetzt schauen wir uns mal die Start-Replay an. Da sehen wir auf jeden Fall wieder Lando Norris aus der ersten Startreihe. Der ist auch eher mittelmäßig semi weggekommen. Hängt sich aber direkt in den Windschatten von Charles Leclerc. Ja, war knapp bei uns hier. Ja, dieser Bogen, es war ein Quersteher und dann bin ich so einen weiten Bogen gefahren. Deswegen ist auch Theo vorbeigekommen. Das war halt auch so ein bisschen das Problem. Denn so wären wir, glaube ich, an ihm vorbei gewesen. Und ja, dann halt damit der Manöver. Ja, oh mein Gott, das war ein ordentlicher Bouncer mit der Mauer. Und ja, was soll ich sagen? Hier war es dann. Ja, hier geht Theo dann neben Ocon. Und Ocon bleibt halt dann. Schau, guck dich das mal an. Ich konnte gar nicht. Er bleibt einfach stehen. Und das ist halt eine blöde Situation, wenn du ja hier so ein dummes Manöver hast. Wir sind jetzt in der 7. Runde und immer noch hinter Theo. Und der hat schon ordentlich abreißen lassen. Da ist schon ein 3,5 Sekunden Loch zu Fernando Alonso. Also er ist jetzt schon ein bisschen der Bremsklotz hier. Und jetzt geht mir der nah durch. Hier schneide ich schon die
Schwimmbadschikane, ich möchte unbedingt vorbei. Und hier macht er dann endlich den Fehler. Doch wir gehen in die Box rein. Ja, natürlich. Für mich gibt es die Verwarnung. Er fährt in die Mauer. Egal. Wir gehen sowieso in die Box rein. Unser Getriebe ist richtig litiert. Also das ist schon richtig gelb. Das müssten wir, glaube ich, im nächsten Rennen austauschen. Aber mal gucken nach dem Rennen, wie viel Prozent das Ganze hat. Und jetzt geht's hier zack auf die frischen gelben. Und eventuell, wenn wir wirklich ein Loch erwischt haben, das haben wir. Wir sind jetzt natürlich wieder Letzter. Aber jetzt könnten wir eventuell versuchen, full zu pushen. Und das werden wir auch. So, da. Die ersten Leute sind in der Box und sind jetzt auch schon wieder draußen. Das waren aber noch nicht die, gegen die ich fahre. Aber Fernando ist jetzt vor uns. Der war 4 Sekunden weg. Und jetzt sind es eine. Also das ist schon mal sehr gut gelaufen. Das ist wirklich gut gelaufen, dass wir hier, ja, den Undercut gewagt haben. Und ich glaube, gefühlt haben wir das nicht nur gegen Fernando gemacht, sondern auch gegen 2, 3, 4 anderen Leuten. Und hier gehen wir rein. Und er lässt es zu. Was für ein krankes Überholmanöver. Sodala. Ja, krank auf jeden Fall. Denn hier, glaube ich, trauen sich nicht viele innen zum Überholen. Und jetzt hier natürlich Max Verstappen direkt vor uns. Da kann ich hoffen, dass er von Yuki ein bisschen aufgehalten wird, dass wir da profitieren können. Yo! Und wir sind doch an Max vorbei. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt an, ja, Yuki, der ist sowieso noch nicht in der Box gewesen. Und Checo, glaube ich, ja, gegen den fahren wir eh nicht. Glaube ich nicht, oder? Auch Latifi geht rein. Ja, geht jetzt auch rein. Und wir gehen auf Start und Ziel. Mal gucken, wo jetzt ist auch der zweite Red Bull drin. Theo haben wir locker. Also der Undercut gegen Theo hat auf jeden Fall funktioniert. In Form von Alonso und auch Verstappen geholt. Jetzt auch mein Teamkollege in der Box. Wir sind direkt hinter Checo Perez. Und auch, ja, Nico ist jetzt in der Box. Vielleicht sind jetzt heute mal Punkte drin, aber glaube ich eher nicht. Glaube ich eher nicht. Wobei, ja, da waren vorne noch nicht alle in der Box. Also, da könnte es nochmal was werden. Wir sind jetzt 7. Platz und das ist wirklich grandios, wenn ich denke, wir gucken uns hier mal ein paar Replays an. Das ist wirklich grandios, wenn ich denke, wo wir gestartet sind. Ich meine, vom 10. Platz, wir waren sogar zwischenzeitlich mal 11. Platz. Jo, das war echt hart. Ja, hier mit dem Pendler. Da war er auch wieder vorbei. Also da kann man auch nicht sagen, dass ich ihn irgendwie neben der Strecke geholt habe. Ich habe ihm da auch wieder den Platz zurückgegeben. Und ja, ich meine, da ist mir ehrlich gesagt auch der Nachschein durchgegangen dann teilweise. Denn es hat wirklich wenig Spaß gemacht, hier hinten nachzufahren. Das ist auch leider immer wieder so in Monte Carlo. Wir sind jetzt auch noch an Carlos Sainz dran gekommen. Aber dran ist in Monaco natürlich nicht vorbei. Ja, was soll ich sagen? Dran ist nicht vorbei. Das ist Monte Carlo. Es ist der 6. Platz. Ich meine, das wäre wirklich das Maximum, was heute wirklich drin gewesen wäre. Ich meine, hätten wir jetzt nochmal eine längere Renndistanz, könnten wir nochmal über eine Strategie in den Undercut probieren. Denn jetzt an Sainz und Hamilton vorbeizukommen, glaube ich, wäre ein Klacks. Auch eventuell noch ein... Oh, Alter, wie weit hier. Jo, und wir gehen da wieder vorbei. In der 19. Runde auch an Carlos Sainz Junior. Oh yeah. Oh yeah. Aber wenn ich mir angucke, wie weit Lando da weg ist von Leclerc. Also der delegiert ihn da ja. Das ist ein krank, wie der da wegzieht. Das erinnert mich so an Senna, wo er ja dann eine halbe Minute in diesen schlimmen Bedingungen vorne war. Ja, wie er gesagt hat, auch wie im Rausch ist er da gefahren. Und da kommt Sainz noch einmal zurück. Und dann, ja, hat er diesen einen Flüchtigkeitsfehler gemacht und ist dann, ja, beim Hafen unten in die Mauer gefahren. Gut, das ist Platz Nummer 5. Wir nehmen die 10 Punkte mit. Und ich glaube, wir können dankbar sein. Denn heute wäre echt nicht mehr drin gewesen. Mit so harten Überholmanövern teilweise. Und so, ja, On-Point-Überholmanövern, würde ich sagen, haben wir heute alles versucht, um nur das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. In Qualifying hatten wir natürlich schon ein bisschen das Rennen verloren oder halt, ja, so ein bisschen uns selbst schwer getan, denn, ja, wenn man nicht gut qualified auf dieser Strecke, ist es eigentlich unmöglich, hier einen guten Platz rauszuholen. Das Gute ist, dass Lando hier gewonnen hat, denn, ja, noch ein Ferrari-Sieg, glaube ich, wir hätten meine WM-Chancen fast komplett
Der hat zunichte gemacht. Lando gewinnt hier wieder. Tolle Leistung von ihm, wirklich. Also der hamstert sich auch schon langsam rauf. Aber wieder Leclerc auf dem Podium. Auch hier George hier auf dem Podium. Das ist interessant auf jeden Fall. Eine sehr tolle Leistung von allen dreien. Wir waren knapp dran. Ich glaube, wenn ich eine schnellere Outlap noch gehabt hätte, nach dem Boxenstopp, hätten wir noch mehr machen können. Aber so ist auch okay. Also ich würde mal sagen, ja, für Monte Carlo, 5. Platz, 5 Plätze, gut gemacht. Ist eigentlich schon okay, würde ich mal sagen. Lando gewinnt hier vor Charles und vor George Russell. Wir werden uns aber den WM-Stand erst nachher genauer angucken. Hier nehmen wir mal die Punkte für den Battle Pass mit oder für den Podiumspass. Und ja. Gehen wir direkt ins nächste Rennen. Nicht Spanien, wir sind in Aserbaidschan. Okay, sorry. Ich habe mich natürlich vertan. Aserbaidschan, ich dachte, es wäre Spanien. Ja, noch eine bessere Strecke. Denn in Aserbaidschan ist für mich eigentlich immer Siesta. Ich liebe diese Strecke. Unnormal, wirklich unnormal. Also, Baku wird spaßig. Hier haben wir Aserbaidschan, 6.003 Meter und 20 Kurven. Zwei DS-Zonen machen es auch hier. Würde ich mal sagen, Ertrag überholbar oder ja, halt einfach überholbar, denn wir haben auch hier die längste Geraden in dem Formel 1 Kalender und generell die Strecke, ich liebe sie. Gucken wir uns mal die Startaufstellung an. Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole und daneben steht Lewis Hamilton. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Sainz, Verstappen, Charles Leclerc und Fernando Alonso. Norris, Perez, Mick Schumacher und Kevin Magnussen. Theo Pourchaire, Ocon, Alexander Albon und Gasly, Tsunoda, Joe, Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg. Oscar Piastri, Latifi, Stroll und der Professor. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Vielen, vielen Dank. Und wir gehen hier von P22 leider an den Start. Ich habe alles ausgetauscht. Getriebe war sowieso schon tot und so konnten wir dann gleich mal alle Strafen mitnehmen. Denn auf einer Strecke wie dieser, wo wir eigentlich ja gut überholen können, es ist leicht hier zu überholen und ich mag auch die Strecke sehr. Hier gehen wir in die erste Kurve rein. Ja, ihr Verhalten, Rad an Rad mit meinen Teamkollegen, doch noch alles fair. Die erste Kurve war ein Traum, hier ein bisschen später bremsen können wir auch neben Lance Stroll drehen. Ja, eine leichte Berührung hier mit Guan Yu Zhou, trotzdem, ja, ich weiß, es war eine Berührung. Kollision würde ich jetzt, ja, gut, kann man auch so sagen. Gut, wir sind schon auf dem 17. Platz, konnten 5 Plätze in dem Anfangsgetummel gut machen. Hier gehen wir ein bisschen Verhalten rein, denn, ja, die Kurve ist einfach eine Bitch. Also wirklich, ich mag die Kurve absolut nicht. Hier kann man auch richtig schwer überholen. Da lassen wir Guan Yu keine Chance. Da gehen wir innen vorbei. Und das ist P16. Was für ein geiler Launch. Die erste Runde einfach nur bis jetzt traumhaft. Und jetzt geht's weiter hier. Yuki Tsunoda eventuell den auch noch. Es wird nicht schwer. Oh mein Gott, ja. Wir machen hier den Überraschungsangriff. Denn hier, glaube ich, rechnet weniger damit, dass man auch hier gut überholen kann. Wenn man ein bisschen rechts drüber fährt. Oh mein Gott. Ganz nah an die Mauer reingekommen. Ich glaube, da hätte nichts mehr reingepasst. Und das ist P15. 7 Plätze. Es fühlt sich jetzt schon an, als ob ich das ganze Fahrerfeld überholt hätte. Denn es ist wirklich eine harte Strecke. Es ist wirklich schwierig hier generell dran zu bleiben an den Gegnern. So probiere ich gerade in den ersten Anfangsrunden meine Chance und meine Überholmanöver zuzusetzen. Denn ich glaube, umso länger das Rennen dauert, umso mehr wird dann halt, ziehen sich halt dann auch die Leute auseinander. Hier haben wir ein bisschen ES aufgehoben. Ich glaube aber nicht, dass das reichen wird, um an Albon dran zu kommen. Und ja, boah, Theo auch wieder vor uns. Kacke. Aber es ist halt generell komplett anders als Monaco. Aber auch ein bisschen ähnlich wie Monaco. Ich mag die Strecke sehr. Es ist, ich glaube, ich meine, ja, gehört zu den Top 5 meiner Lieblingsstrecken. Also wirklich, das ist wirklich eine tolle Strecke.
sehr, sehr toll. Sehr, sehr eng, aber auch verdammt schnell. Wie ähnlich wie Saudi-Arabien auch. Aber halt viel mehr Geraden und wenig schwere Kurven. Im Windschatten, ich glaube, das könnte was werden am Ende der Geraden. Jo, da gehen wir rein und lassen auch rechts genug Platz, um Albon noch am, ja, lassen ihn atmen auf jeden Fall. Ja, gucken wir uns mal die Start-Replay an. Und ich muss sagen, der war eigentlich okay, der Start. Also wirklich, wir konnten von hinten viel gut machen. Gerade in Turn 1 ist da einiges gegangen. Und hier sehen wir es dann auch. Schaut mal, wie gut wir da reingehen. Nur das Problem war halt, dass wir innen wenig Platz hatten. Und dadurch leider dann auch nicht das Maximum hier, ja, rausholen konnten. Trotzdem auch hier an Lawrence vorbei. War gar nicht so hart, dass ich das im Cockpit hatte. Hier dann auch am Pierre. Gleiche Kurve, da kann man halt auch spät bremsen. Oh mein Gott, da war ich sehr spät an der Bremse. Jo, das war gut, dass Gasly hier aufgepasst hat. Bisschen übermotiviert hier teilweise in den Kurven. Natürlich will ich schnell durch. Also schnell durch, aber natürlich will ich auch schnell vorbei. Aber man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, denn das Auto muss auch heil bleiben. Bis jetzt gut gelungen, aber na, man weiß nie. So, ähnliche Kurve, nur da geht diesmal nichts. Ja, aber wir haben hier einen kleinen Zug hier. Auch Mick hier vor uns, aber der wird angeführt von Fernando, glaube ich, oder? Unsere Hinterreifen sind ja so ein bisschen, natürlich aus den 90-Grad-Kurven raus beschleunigen jedes Mal. Wenn du da nicht on point bist, jo, da waren wir spät dran. Das war echt psychopathisch. Aber vierte Runde, 10. Platz und der erste Punkt ist da. Und ich glaube, das könnte heute eine Sensation geben, Leute. Das könnte heute toll werden. Ab in den letzten Sektor. Das ist noch nicht der letzte Sektor, sorry. Den mag ich auch ehrlich gesagt sehr gerne. Also gerade die Kurven hier, da kannst du so viel Zeit gut machen. Hier auch wieder viel Schwung mit rausnimmt. Und ich glaube, K-Mac könnten wir auf der Geraden, obwohl der hat auch die S von Fernando. Ich glaube, Alonso ist ein bisschen der Arme, denn bei Alonso wird es schwierig. Aber schauen wir mal, da vorne ist auch wieder ein großes Loch. Das ist nicht die Strecke der McLaren, die fahren da. Guck mal unten links, wir haben Doppel-Mercedes vor Doppel-Red Bull, vor Doppel-Ferrari, vor Doppel-McLaren. Das ist eine interessante Konstellation. Ich habe mir auch zuerst überlegt, jetzt in die Box zu gehen, nur das wäre zu früh, denn ja, ich weiß nicht, ob der Undercut so funktionieren würde. Und hier kommen Alonso und Magnussen aneinander. Wir gehen hier innen vorbei und das könnte ein Coup werden. Double Overtake in Turn 1. Jo, wenn sich zwei streiten, freut sich ja bekanntlich der Dritte. Da freue ich mich wirklich, denn die haben mir da ein Riesengeschenk gemacht. Wir sind Ende 5. Runde bei dem McLaren vor uns. Jetzt auch, sind schon ein paar in der Box drin. Und wir werden auch reingehen. Ja, wir gehen auch rein, gucken wir uns das Ganze mal an. Oh mein Gott, war das schnell. Und dann bleiben wir, vielleicht einen Undercut gegen einen der beiden McLaren, gegen einen der beiden Ferraris. Die sind beide nicht weit weg. Ja, mal schauen. Vielleicht bleiben die auch ein bisschen im Verkehr stecken. Das könnte eine interessante Endphase werden. Endspurt, gelbe Reifen, 2,3 Sekunden Standzeit, tolle Arbeit. Nur meine Reaction Time war ein bisschen großvatermäßig. So, da, wir springen hier auf Start und Ziel. Die letzten sind in der Box. Und jetzt schauen wir mal, wo wir rauskommen. Theo ist schon mal hinter uns. Und Lando ist auch hinter uns. Das ist toll. Das ist sehr gut. Das ist overall. Ja, haben wir mal einen McLaren und einen Red Bull geschlagen. Das ist sehr wichtig. Das ist wirklich verdammt wichtig. Und jetzt sind wir an Checo dran. 6. Platz hier. Und Leclerc ist auch nicht weit weg. Also das könnte heute noch echt gut werden. Wir haben noch 5 Runden zu gehen. Und sind jetzt schon an Checo Perez dran. Ich glaube, das könnte was werden. Im Windschatten hier natürlich. ERS komplett bis hier aufgehoben. Windschatten geht es hier richtig dran. Und jetzt dürfen wir auch noch den Flügel öffnen. Und Ding. Jetzt geht es im Windschatten dran. Links antäuschen. Und dann gehen wir rechts vorbei. Und das ist die schnellste Rennrunde. Und es ist vor allem auch der 5. Platz, den wir uns hier sichern. Tolles Überholmanöver, würde ich mal sagen. Oder? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, war schon okay. Okay. Hier haben wir noch ein paar Wiederholungen. Diese Szene zwischen Magnussen und Alonso. Und da gehen wir innen nochmal durch. Ja, das war sehr eng hier.
Und jetzt sind wir auch an Max Verstappen dran, Leute. In der vorletzten Runde sind wir an Verstappen dran und machen, glaube ich, einen großen Fehler, dass wir hier schon vorbeigehen an ihn. Denn ich glaube, ich hätte noch eine Kurve warten sollen. Denn jetzt wird vermutlich der Switchback kommen oder halt das Back-Overtake. Gerade auf diesen langen Geraden sind wir eher, ja, gegen die Konkurrenz nicht so schnell. Wir haben zwar das DS von Hamilton noch abgehamstert, aber Max ist viel näher dran an uns, wie wir an Hamilton. Er kommt innen, nur das geht sich nicht aus. Und das geht sich nicht aus. Wir machen jetzt. Und da war er tatsächlich nochmal. Er hat da wirklich reingestaut. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Wir machen hier. Ja, wir gehen ins Ziel. Aber ich weiß nicht genau, warum er da drauf hält. Also er hat ja ganz klar gesehen, dass das nicht reichen wird. Ja, das war auf jeden Fall semi. Gut, ich will mal sagen, das war toll. Wir schaffen es hier, den guten vierten Platz vom letzten Platz rauszuholen. Das ist wirklich, würde ich mal sagen, heute das Maximum. Also beide Rennen waren sehr anspruchsvoll, sehr, sehr streng, so sehr, sehr strong. Aber auch, würde ich mal sagen, sehr, sehr anstrengend. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Denn, boah, Monaco und Aserbaidschan in einem Rennen, also besser oder, ja, glaube ich, vom Schwerheitsfaktor geht nur noch Singapur und Saudi-Arabien. So in der Hinsicht. Georgi gewinnt das Rennen, mit dem bin ich auf jeden Fall absolut, bin ich auf jeden Fall absolut okay damit, weil es ist mir ehrlich gesagt egal. Seien Sie mal wieder am Podium und ich glaube, wir sollten jetzt auch mal wieder aufs Podium. Aber vielleicht wird es ja nächstes Mal was mit dem Podium. Unser Teamkollege 18. Platz, das ist natürlich schade. Wir sind in der Weltmeisterschaft 20 Punkte hinter Carlos Sainz, hinter Charles Leclerc, der heute weniger Punkte gemacht hat. Also es beginnt jetzt wieder die Aufholjagd. Wir fahren theoretisch nur gegen die Ferraris. Die sind auch schon 100 Punkte vorne der Konstrukteurswärme. Das ist natürlich... Oh, Paris ist mein Rivale. Das kann interessant werden. Das kann auch härter werden. Und wir sind fast Gleichstand hier. 4-5. Toll. Hat wirklich mega Spaß gemacht. Teamanerkennung 20%. Bei 24, glaube ich, gibt es einen neuen Sponsor. Also da könnten wir auch bald was machen. Verdiene 15 Konstrukteursweltmeisterschaftspunkte. Das haben wir leider nicht geschafft, denn ja, wir sind leider nur Vierter geworden. Da gibt es nicht 15 Punkte. Eins ist leider wieder hier fehlgeschlagen. Das zweite werden wir in Antrieb. Ich habe auch gesehen, dass da richtig was noch fehlt. Aber für heute war es mal, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Es war ein sehr anstrengendes Rennen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Abonniert unbedingt gerne kostenlos den Channel. Schaut auch gerne auf itz_tobi auf TikTok vorbei. Macht die 13k voll. Und schaut auch gerne auf it_gaming vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.